Moin moin meine lieben Leute da draußen in der YouTube-Welt. Willkommen zurück auf meinem Kanal und wir starten oder gehen weiter mit Unruly Heroes und ich höre mich noch ein bisschen erkältet an. Das liegt daran, dass ich erkältet bin. Hab mir jetzt ein bisschen Nasenspray reingepfiffen, damit es nicht ganz so nasal klingt, aber ich kann es gerade nicht ändern. Ich weiß auch nicht, also dieses Jahr, beziehungsweise dieser Winter macht mich fertig, ich weiß auch nicht warum. Gut, starten wir mal. Zack. Kristallhöhlen, klar. Wie schon einige bemerkt haben, orientiert sich das Spiel sehr stark an Rayman, beziehungsweise orientiert sich daran, sondern es sieht einfach sehr danach aus. Aber das liegt ja nur mal daran, weil es die gleichen Programmierer waren, beziehungsweise die gleichen Leute sind, die das Spiel hergestellt haben. Und ich finde, man soll es gar nicht als Kritik sehen oder negativ, denn Rayman, kann man sagen, was man will, ist ja ein einzigartiges, supergeiles Jump'n'Run. Also, und daher berührt mich das nicht so fies. Aber was ich gut finde, natürlich, dass wir hier verschiedene Leute nutzen können. Müssen die Fähigkeit natürlich immer im Kopf behalten. Kurz mal springen. So. Oh, warte, den will ich auch noch hinten haben. So. Das ist auch sehr flüssig, das Ganze, und sehr geschmeidig. Was ist das denn? Ah, da ist sie wieder. Surprise. Überraschung, ich bin's. Na, was hab ich euch gesagt? Right? And the party's just getting started. Oh, jeez. I'm such a space case. I totally forgot. I've placed stone statues along the path to watch over you and to guide you on your way. Well, for the most part anyway. I may be a goddess, but I'm still working out the kinks. Okay, die Steinstatuen machen was? Verwende A, die Wutungsstatue, um einen großen Stab zu erschaffen. Der Stab verschwindet, wenn du angreifst. Ah, okay. Das ist ja cool. Ne? Na gut. So. Blödes Viech. Okay, ich kann jetzt die Superpower einsetzen hier. Da kommen wir nicht auch durch, da brauchen wir den anderen Typen für. Und zwar ihn hier, glaube ich, ne? War das er? Ne, er war das, ne? Genau. Oh, warte, den wollen wir alle haben, ne? So. Oh. Oh, knappe Geschichte. Habe ich zwar trotzdem getroffen, aber ich habe es ja geschafft. Da können wir runter. Oder hier weitergehen, oder? Geht's hier weiter? Geh doch hier hoch. Aber sollen wir erstmal runtergehen? Ich glaube, ich gehe erstmal unten links. Na, guck mal. Okay. Oh. Das ist so ein bisschen blöd gelöst mit dem. Das finde ich angenehmer bei anderen Spielen. Also hier, Doppelsprung ist okay, aber irgendwie nervt es hier so ein bisschen. Ja. Oh. Und hoch. Ah. Kämpfen können die beiden, ne? Die Viecher. Da, verwende die Sand-Zang-Statue, um eine Energiekugel zu erschaffen. Damit kannst du andere Gegenstände aktivieren oder zerstören. A plus L? Ach, warte. Soll ich das machen? A? Mach ich doch. Plus L? Kann ich es vielleicht nicht mit die. Ach so, ich brauche den anderen Typen für den hier. Ah, okay. Bisschen Bowling hier, Billard.
Na. Was ist das? Irgendein Mechanismus? Das muss da hoch, okay. Wenn die zum Fliegen. Okay, nur das Schweinchen mal. Ach du Scheiße. Ah, okay. Aber natürlich die Stacheln nicht berühren. Die haben schon sehr viele Fähigkeiten hier, muss man sagen. So, was gab's hier drüben noch irgendwas? L plus X. Oh. Oh nein. Eieiei. Den nächsten haben. Oh nein. So. Oh, blödes Viech. Habe ich einen verloren, aber irgendwo ist ja die Blase. Die können wir gleich wiederholen. Obwohl, der ist schon da, haben wir schon. Gut. Ah, guck mal. Und jetzt? Ah, okay. So, das muss bestimmt da runter. Oh, die hätte ich mal mitnehmen können, ne? Ah! Jetzt kommt der Stab. Perfekt. Ach, guck mal, dann hätte ich, ja, okay, da mussten wir ja gerade eben fliegen, deswegen brauchen wir jetzt den Stab. Also sind echt viele Feinheiten, die man beachten muss. Fällt mir gerade auf. Beziehungsweise viele Feinheiten, aber viele Effekte, die man hat, beziehungsweise Fähigkeiten, die man hat. Das ist eigentlich ganz lässig gemacht. Hm, sieht man das wahr? Halt. Ah, okay, jetzt macht er die Brücke sichtbar. Okay, habe ich gerade eben gar nicht gesehen. War gut zu wissen. Da oben geht es auch noch höher. Da kommt gar nicht hoch, ne? Also nicht so einfach zumindest. Na jetzt aber. Okay, warte. Oh. Mann. Bam. Im Geheimgang? Hätte sein können, aber ist er nicht. Okay, da kämpfen wir nochmal gegen sie, oder was? Ist auch eine durchgeknallte alle, Olle. Ah, warte. Da müssen wir wahrscheinlich erst die Dinger. Oh, die Viecher können wir sonst gar nicht sehen. Oh Mist. So. Das war jetzt nicht so schwierig. Wo? Ja, da kann man höher. Ich gucke auch gerne immer nach Geheimgängen, aber irgendwie sind ja gar keine. Schade. Es ist echt sehr flüssig, ne? Ich meine, okay, müssen wahrscheinlich auch gar nicht so viel. Oh, oh. Oh nein. Ein Lauf, sonst gehst du drauf. Ding. Oh.
Oh oh. Komm ich durch? Okay. Mann, Mann, Mann. Ja, oh, unglaublich. Okay. Wunderschön. Wunderschön. Das ist natürlich nett gemacht. Oh, da geht's hoch wahrscheinlich, ne? Schriftrolle. Nein. Nein! Das war ja dumm. Ah, da unten geht's runter. Auf jeden Fall diesen Weg. Okay. Eieiei, gut, dass sie alle weg sind. Na da, noch ein paar von den Dingern. Ah, guck mal. Bam. So. Also es läuft sehr, sehr, echt sehr, sehr flüssig. Kann ich nur wiederholen. Was irgendwie ziemlich cool ist. Ah, warte mal. Oh. Wo war denn da hoch? Doch nur mit dem Fliegeding, ne? Ah, okay, müssen den da rüber schieben. Okay. Gut, also. Also verkehrt. Das ist natürlich. Wieder oben das Ding treffen. Yes! Und dann müssen wir da rüber. Oh. Nochmal. Und der Megastab. Jetzt schieben wir ihn. Okay, mal das Schweinchen. Wir einmal gegen so einen Pixar kommen und wir fliegen hier wie ein kaputter Ballon durch die Gegend. Aber wollen wir ja gar nicht. So. Ja, mit dem Schweinchen mal weiter. Oh, da ist sie schon wieder. Was will sie von uns? Okay, wer ist er denn, der Messermann? Ah, das sind mehrere. Ah, wie cool ist das denn? So. Da kommt der nächste, okay. Kein Ding, Leute. Komm her.
Okay, hüpfen wir zum nächsten. Oh. Komm her. Komm her, hier rüber. Nein. Was ist mit hier? So. Ui, da sind ein paar Münzen. Die Münzen, die süßer klangen. So, hier geht's raus. Oh, ein kleiner fieser Gegner, aber auch kein fieser, richtig fieser Boss, ne? Level abgeschlossen. Sehr gut. Okay, wir haben meistens mit Monkey gespielt. Oh, das ist so, ne? Der ist halt recht cool. Glückwunsch, du hast genug Geld, um deinen ersten Skin zu kaufen. Okay, sollen wir es mal machen? Klingt ja eigentlich ganz witzig. So. Wen wählen wir denn mal aus als Skin? Ihn hier? Welcher ist denn cool? Den haben wir jetzt. Und oh, können wir nur den kaufen, ne? Machen wir. Ja, ist ja super cool. Was fürs Spiel wahrscheinlich nichts bringt. Das sieht nur besser aus. Aber naja, was soll's. Ja, super, haben wir geschafft. Gehen wir zum Reißzahnwald. Machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, tschüss.